So, moin Leute, und da sind wir wieder. Und heute ist es. Was war das? Heute ist es dann wieder soweit. Es geht gegen Borussia Dortmund. Also den dicksten Rivalen, den Schalke haben kann. Die größte Wichsmannschaft. Nein. Ich hab's ja schon erwähnt. Ich hab's ja schon erwähnt. Im letzten habe ich ein bisschen Scheiß gelabert, habe mich dann auch zum Schluss korrigiert. Wir spielen nämlich nicht in dieser Woche direkt gegen Atletico, sondern erst darauf die Woche. Das heißt, wir spielen dann jetzt gegen Dortmund, dann kommt Hoffenheim und dann ist Champions League. Dann entscheidet sich, ob wir ins Viertelfinale kommen oder eben rausfliegen. Würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Dortmund. Gehen mit der Top 11 natürlich rein und versuchen dann natürlich alles rauszuholen. Mal gucken, was für eine Übung jetzt kommt. Ach ja. Ja, das ist auch der, so ziemlich die einzige, die wir noch machen müssen. Balotelli ist natürlich dafür eine gute Übung. Oh, jetzt spring doch mal. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt spring doch einfach mal, ey. Drei fucking Versuche noch, ich brauche noch 3000 Punkte, circa. Mann, sprich, drück doch, du Wichsknopf! Boah. Wieder nicht geschafft. Tja, müsst ihr euch noch gedulden, dafür brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen. Das zu schaffen. Immerhin sind wir jetzt schon mal auf bis knapp 7000 Punkte rangekommen. So, wir sind als Scheid in Lüdenscheid. Zu Scheid in Lüden, natürlich zu Gast in Lüdenscheid. Ja, und Erster gegen Achter. Dortmund muss erstmal kämpfen, dass sie überhaupt in die internationalen Plätze kommen. Wir spielen oben mit. Wir haben um die Punkte immer noch 4 Punkte Abstand auf Bayern. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir mit unserer Top 11 gegen Lüdenscheid gewinnen können. Aber er ist noch aufgepasst. Shinji Kagawa. Da muss einer bei sein. Vom Ball geklärt. Ball. Ach, egal. Gut vom Ball geklärt. Starke Leistung vom Ball. Oh, da geht Kiro natürlich noch nachher in den Zweikampf rein. Und es gibt glatt rot. Das ist natürlich jetzt extrem scheiße. Direkt am Anfang, Was ist denn heute mit mir los? Direkt am Anfang des Spiels fliegt Kirchhoff hier vom Platz. Das ist natürlich scheiße, ne? Also da muss jetzt natürlich. Kacke, 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 ey. Ich würde hier aber beide nicht gerne rausnehmen. Ich versuch's einfach erstmal mit Boateng in der Verteidigung. Oh. Da muss Kiefer raus. Direkt auf Asuto Uchida. Der weiter auf Jefferson verfahren. Der muss jetzt mal anziehen. Komm schon. Ich direkt vom Ball getrennt da von Reus. Herr Bein hat natürlich zu Reus gesagt, kaufen wir. Hilfe noch nicht fest, aber ich schätze mal, das wird sowieso irgendwann kommen. Oh nein, da steht 1-0. Blazikowski steht in der Mitte komplett frei und macht in der 10. Minute das 1-0. Das fängt nicht gut an. Direkten Platzverweis und jetzt auch noch. Ja,
Und Fafan versucht es einfach mal aus der Distanz. Nein, durchgespielt. Balotelli. Mario Balotelli, schade. Gute Gelegenheit für Schalke. Auch eine gute Gelegenheit für Mario Balotelli da, aber Tacken zu sehr nach rechts verzogen. Blaszczykowski. Bender. Heute erwartet uns der FC Schalke 04. Die gehören zu den erfolgreichsten Mannschaften in Deutschland. In den letzten Jahren immer an der Spitze mit dabei. Ja, Ligatitel gab es allerdings schon länger nicht mehr. Dafür sind sie etliche Male viel. Ja, gut gestellter von Thiago. Hat aber zur Folge, dass es jetzt eine Ecke für Dortmund gibt. Giefer ist draußen, alles klar. Aber da vorne steht keiner. Der wirft theoretisch genau den Gegner an. Da versucht er den Balotelli durchzuchippen, aber das ist natürlich nicht so einfach. Gutes Stellungsspiel da. Fuchs. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Wohin? Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Und Balotelli aber stark gehalten da von Weidenfeller. Boah, dass er da rankommt. Wahnsinn. Und die nächste Möglichkeit. Draxler diesmal. Aber wieder ist Weidenfeller da. Macht bisher einen guten Job. Für die Zecken. Schmelzer. Bender. Gündogan. Gut gesehen. Thiago, sehr schön gespielt auf Balotelli. Und er tippt das Ding in die Mitte. Da muss ich ja noch was zu sagen, wenn ich den Ball habe. Aufgepasst. Also bei der Chance gerade. Ja, aber so kannst du das Ding auch nicht verwehren. Hätte ich nicht gedacht, dass Balotelli da noch rankommt, weil der Weidenfeller war schon weit draußen, ist dann aber nicht zum Ball gegangen. Und es weiß nicht genau, warum ich dann Flanken gedrückt habe, das war dumm. Und nun Christian Fuchs. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Von seinem Körper rollt der Ball in Fahrt. Blaszczykowski bewegt den Ball. Kagawa. Aufgepasst! Und es steht 2-0. Was willst du da noch machen? Robert Reus läuft keiner mit. Komplett offen die Seite. Fafan kommt doch überhaupt nicht hinterher. Giefer springt zu hoch. Und damit steht 2-0 für Dortmund. Und das ist natürlich jetzt schon schwer in Unterzahl. So ein 2-0 Stand. Dann so ein Pass. Also da würde ich schon als Trainer kotzen. Pischek. Gündogan. Marco Reus. Bender. Sehr schön gesehen. Auf Außenschmelzer. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Immer ein Abstoß. Aber es war auch nicht optimal da gemacht. Und hier für die Zuschauer noch einmal die Wiederholung des Tores von eben. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Balotelli.
Damit kann man nichts anfangen. Das macht Dortmund sehr, sehr geschickt. Einwurf. Ziehen das Spiel auseinander und so geben sich kaum Räume. Sidney Sam. Aber Sam wird allein gelassen. Balotelli, Fafan nimmt das Ding an und da ist der Anschluss. Hier mal, der Pass auf Balotelli, der schießt einfach direkt. Fafan nimmt das Ding, ich würde fast sagen, aus Reflex an. Und dann ganz, ganz lässig das Ding rein. Auch wenn ein bisschen Glück dabei war. Anschluss für Schalke, 2-1. Und somit ist es wieder nur ein Tor. Ach, schade, wollte er direkt den Balotelli spielen. Bender. Verfahren ist wieder da. Aber muss natürlich auf außen aufpassen, da fehlt jetzt einer. Und da ist er durch und Latte. Boah, Leute, Leute, Leute. Die Dortmunder stehen da in der Mitte viel zu frei. Achtung, auf außen Blazikowski, hat das 1-0 gemacht. Sehr schön gestellt von Uchida. Ja, und damit geht's in die Halbzeitpause. Erstmal durchatmen. Das ist immer blöd. Oder Bayern führt auch 2-0, somit würden die natürlich den Abstand verkürzen. Aber ich muss jetzt erstmal handeln und muss einen Matip reintun, weil Boateng nun mal kein gelernter Innenverteidiger ist. Wie fast dann lasse ich das so und versuch's einfach irgendwie weiter. Es gab gute Ansätze. Auch in Unterzahl. Sehr schön, der Fuchs auf der Außen alleine. Ah, das ist Balotelli. Thiago ist da. Ja, spielt er erstmal ruhig hier auf den Thiago, der macht das Spiel erstmal breiter. Uchida muss jetzt die Außen nehmen. Bringt er die direkte Flanke, aber die wird sofort abgefangen. Das ist natürlich den direkten Gegenstoß von BVB. Zu leicht. Oh, Höwe, das muss aufpassen! Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Das geht einfach zu einfach, das geht einfach, weil einfach ist, geht das einfach viel zu einfach. Sidney Sam. Papastathopoulos. Kagawa. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Gut durchgesetzt von Blazikowski da. Oh, und Thiago macht da einen großen Fehler. Direkt in die Mitte dazu stellen. Die Flanke kommt. Aber nicht gut getroffen. Abstoß für Schalke. Erstmal schnell gespielt. Auf Balotelli. Mario Balotelli. Nein. Ja, und den muss er machen. Das ist die Chance überhaupt. Ganz knapp am Tor vorbei. Marco Reus. Reus. Schmelzer. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Ja, er stand, doch, er stand im Abseits. Aber Abseits, Glück für die Abwehr. Wieder eine dieser berühmten Zentimeter-Entscheidungen. Es wird drüber diskutiert werden, bin ich mir ganz sicher. Und nun Jefferson Fafan. Ja, der hat wohl den Ball, aber der Ball geht danach ins Aus und damit
immerhin kein Ballverlust. Julian Draxler, Balotelli. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Lojikowski bewegt den Ball. Pass nach draußen auf den Flügel. Abgefälschter Ball und im Aus. Gute Grätscher von Thiago. Aber es geht direkt weiter. Gündogan. Aufgepasst. Das Ding kann so schnell drin sein. Jetzt ist Uchida da. Oh, will den da raushauen und dann wird der Ball wieder abgefangen. Jetzt ist Uchida wieder da. Uchida kann den Ball aber nicht rauskriegen. Somit immer noch bei Schalke im Strafraum. Jetzt haut ihn ein Dortmunder selbst raus. Ich glaube nur, um das Spiel neu wieder aufzufrischen. Löwe ist viel zu gefährlich, was Schalke da gerade versucht. Die versuchen, schnell einen Gegenschuss zu machen. Jetzt Fehler von Dortmund. Verfahren? Nein, kann da nicht. Die Balleroberung nutzen. Aufgepasst, im Hinterraum ist er frei. Auch wieder rausgehauen. Eieieiei. Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind in dieser zweiten Halbzeit. Trotzdem wechselt der Coach nochmal aus. Er bringt einen frischen Mann. Kagawa. Und jetzt Draxler. Muss aber auch schnell gehen bei Schalke. Balotelli ist auf dem Weg. Aber die kommt einfach nicht perfekt. Jetzt ist Fafanda, der kann den Ball nicht vernünftig annehmen. Verdammt nochmal. Uchida gut gemacht. Da kommt nochmal die Flanke. Jetzt Thiago. Raus auf Christian Fuchs. Oh, schlecht. Und jetzt beginnt langsam die Druckzeit. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Nuri Sahin am Ball. Lojikowski bewegt den Ball. Schmelzer. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2:1 steht es. Wer ist denn der Nächste auf der Liste, Buschi? Der kommende Gegner der Dortmunder Borussen heißt... Und daraus geklärt. Ein perfekter Tag für Sie heute. Der Sieg ist sicher. Das war jetzt muss auch jemand sich hier anbieten. Thiago kommt. Thiago Alcantara. Und Jefferson Fafan. Das ist zu einfach. Und somit kann Dortmund kontern. Aber bei den Leuten nicht richtig. Jetzt nochmal. Irgendwie versuchen das Ding. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler. Aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Mann, nach Meter, du. Schmelzer. Uchida ist da. Draxler. Balotelli. Das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Kann da wenig machen. Da gehen die Doppel natürlich alle von hinten drauf. Johnny Diamonds, 4 Minuten Nachspielzeit. Subotic. Pichet. Oh. Das könnte was werden. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher. Vielleicht nochmal verfahren, aber da wird er dann doch nochmal gestört und dann war es zu Ende. Ich würde jetzt behaupten, die rote Karte am Anfang hat uns raus ins Spiel gehauen, aber ich glaube, daran wird es nicht komplett liegen. Es war eindeutig mehr drin, da waren zu viele Fehlpässe, sodass man da jetzt nicht von einem, dass man eigentlich schon sagen kann, verdienter Sieg für Borussia Dortmund
und 3 Punkte liegen gelassen und somit ist Bayern wieder dran. Trotzdem kann man sagen, scheiß drauf, wir sind Spitzenreiter, Dortmund nicht. Also ist das ja in Ordnung. So, Spieler gesperrt, ja, Kirchhoff, weiß man Bescheid. Mexiko macht uns ein Angebot, aber nach Mexiko will ich auch nicht. Portugal hat das Angebot zurückgezogen, genau. Was muss ich jetzt machen? Nein? Ja. Boah, das wäre jetzt heftig geworden. So, nächstes Spiel ist dann wieder gegen die Huren aus Hoffenheim. Und, tja. Ich befürchte fast, dass wir gegen Hoffenheim auch nicht gewinnen. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Und bis dahin wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit den Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.